Volkmarsen bei Kassel Autorast in Rosenmontagszug. Im hessischen Volkmarsen ist nach Informationen des hessischen Rundfunks ein Auto in einen Rosenmontagszug gefahren. Es sollen mindestens 13 Menschen verletzt worden sein. Punkt. Beim Rosenmontagsumzug im nordhessischen Volkmarsen hat es einen schweren Zwischenfall gegeben. Ein Mercedes-Kombi fuhr in die Menge der Feiernden am Straßenrand. Dabei seien mindestens 13 Menschen verletzt worden, darunter auch Kinder, berichtete der hessische Rundfunk. Der silberfarbene Mercedes-Kombi war nach Augenzeugenberichten gegen 14.30 Uhr in eine Gruppe von Menschen gefahren. Wie der hessische Rundfunk berichtete, fuhr das Auto etwa 30 Meter weit in die Menge, bis es zum Stehen kam. Der Fahrer habe noch Gas gegeben. Viele der Opfer werden am Boden von Sanitätern und Ärzten versorgt. Polizei und Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot vor Ort,